Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Wir müssen nach wie vor unser Dorf ausbauen, das heißt entsprechende Produktionsstätten, die wir benötigen, hochziehen, entsprechende Schmieden hochziehen, sowohl für die Waffen als auch für die Rüstung. Da ich gerade mal hier bin, könnte auf 15 Eisenschwerter erweitern. Wir haben da jetzt noch 4. Wie sieht es hier aus? Okay, da habe ich jetzt 10. Hier sind wir 5. Weitere 5 sind unterwegs. Hier ist noch nichts. Das heißt, da brauche ich noch 10 von. Dünn machen wir nicht. So. Vielleicht noch 5 in Reserve oder so. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Okay, das ist das Elitenlager. Da haben wir einen Nachbarn. Und da haben wir die bösen Werwölfe. Hier habe ich Zugriff auf Kalkstein, Eisenerz, Stein und da war auch noch ein bisschen Kohle, die ist jetzt glaube ich komplett weg. Ist ein Tagebau, bla bla bla. Achso, die fangen jetzt glaube ich das wieder an, ne? Daher. Ressourcen. Nun gut. Warten wir es ab. So, Kohle. Ach, hier ist Kohle. Oh. Da ist dann doch mehr Kohle als gedacht. Das ist erfreulich. Und das ist mit Pinorik doch direkt dahin. Da ist auch noch ein bisschen Kohle. Das ist cool. So, Eisenerz. Ah. Die schleppen doch bestimmt Eisenerz, ne? Oder? Ich schau grad mal, wo wollen die hin? So, Steinbruch, ja toll. Was ist mit denen hier? Warum haben die. Bin ich irgendwie. Ist doch Eisen, ne? Ja. Und da ist Eisenerz. Das ist auch im Bereich, wo uns erreichen kann. Warum sind die hier am Meckern? Wo ist deren Problem? Hallo? Muss ich das verstehen oder war das jetzt da? Passt mal auf, wenn ihr meint, ihr müsst hier rummeckern, da ist eh nichts mehr. Dann machen wir das Ganze doch anders. Kohle, Eisentagebau. So, dann setze ich den einfach mal hier so hin. So. Und. So. Und dann. So. Apropos Wege. Alles gut. Ja, pff, keine Ahnung, was da jetzt wieder das Problem war. Hier in der ganzen Kohle hat er da überhaupt kein Gemecker gehabt. Die sind sofort angesprungen. Aber manchmal ist es ein bisschen seltsam. Ich lasse das mal. Ich meine, das stört jetzt noch nicht so. Ich lasse das da mal stehen. Habe ich hier irgendwas pausiert?
Okay. Aber vielleicht ist keine schlechte Idee. Gibt's beides, ne? Sowohl Nadel als auch Laubholz. Das ist in Ordnung. Vielleicht ist keine schlechte Idee, da jeweils ein Lager nochmal hinzusetzen. Oder ein Lager für die Produkte. Na. Augenblick mal. Das mal so. Okay. Jeweils ein Lager für die Produkte des Sägewerks. Dann kann ich einmal Laubholzbitter hier unterbringen und zum anderen Nadelholzbritter. So. Hier habe ich das ja schon. Zum Schmiede, was ist da los? Achso, die ist fertig. Gut. Werkzeuge. Habe ich Werkzeuge, die ich dringend benötige? Wir haben 4 Zangen. Jagdbogen, Sägen, vielleicht. Oder 3 Sägen. Spitzhacken. Warte. Ich nehme das mit den Sägen mal zurück. Ich gehe mal so auf 5 Spitzhacken. Oder besser auf 6. So. Wir werden wieder von Banditen attackiert. Alles andere. Naja, gut. Genug ist relativ. Aber ich lasse das erstmal so. Wir haben 8 Holzschilder. Das bringt mich direkt zu dem nächsten. Was haben wir hier? Abenteuergilde. Genau, wie sieht es hier mit dem Wachturm aus? Finde ich nicht so gut. Abenteuergilde, hatte ich da nicht irgendwie 10 Leute rekrutiert? Meine ich, hätte sowas gemacht. Weberei, Schneiderei, Moment. So, mach ich mal ein bisschen mit in die Höhe mit den Werten. Währendmacher läuft. Abenteuergilde. Wo sehe ich die Leute? Ich habe keine Waldprüfer. Vergessen zu machen. Ich war eigentlich da an sich gewesen. Ich hätte gesagt, oh, nö, so, ich mach mal schon mal so auf Verdacht. Gehe ich da schon mal in diese Richtung. Gut, dann habe ich das vielleicht vergessen. So, Sägewerk arbeitet, Werkzeugschmiede ist da. Ich brauche was anderes. Holzwerkstatt, genau, die suche ich. Die entsprechenden Aufträge sind immer noch aktiv. Eine zweite Holzwerkstatt wäre eventuell eine Maßnahme. Aber ich muss erstmal mir hier wieder Übersicht verschaffen. Ja, eine weitere weitere Schmelzhütte wäre natürlich auch nicht schlecht, aber die Ressourcen sind jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, lohnt sich. Schneiderei haben wir, Weberei haben wir. Okay, wir haben, ja, ist eine Eisentagebaustelle, ist in Arbeit. Silber haben wir noch nicht. Da sind wir noch ganz weit von entfernt. Dann, wie sieht es hier aus? Wir haben ein kleines Haus, Proviantmacher, Markt haben wir, Marktstand haben wir, Taverne läuft, Esstische sind vorhanden.
Eine Sammelhütte, ja genau, das ist das Problem. Da habe ich noch nichts zu sammeln. Eine Fischerhütte wäre eventuell ins Auge zu fassen. Wir haben ansonsten... Die sind im Bau, soweit da, alles soweit in die Wege geleitet. Holzfällerhütte, okay. Sägewerke haben wir jetzt 2, Forsthaus 1, das reicht erstmal. Steinbruch 3, ja gut, das wäre noch ausbaufähig. Steinmetz 2 ist erstmal okay. Steinmühle immerhin eine. Baustellencamp könnte man sich überlegen. Aber brennt im Augenblick nicht so. So, Expansion, Wachtürme sind vorhanden. Garnison noch nicht. Militärcamp auch noch nicht. Entdeckerposten derzeit einen. Geologenhütte. Auch das ist aber erstmal noch Zukunftsmusik. Beziehungsweise, wir haben ja hier. Ich will da jetzt nicht und so, ne. Wie sagt man, keine schlafenden Hunde wecken. Okay. Also so die grundlegendsten Dinge sind erstmal soweit vorhanden. Wir haben hier aus irgendwelchen Gründen Leute verloren. Die haben sich wahrscheinlich mit irgendwelchen Banditen angelegt. Und sind dabei auf der Strecke geblieben. Ich würde... Ja, das ist mir egal. Wie sieht es hier aus? 6 von 10. Und hier haben wir einen. Okay. Wachen. Kann ich wachen? Ja, geht. Immerhin 5 wäre auf jeden Fall machbar. Wir hätten, da sind 9 in Auftrag gegeben, wenn man so sagen will. Und es hapert natürlich mal wieder an den Ressourcen, beziehungsweise hier an den entsprechenden Waffen. Nun gut. Waffenschmiede, wie sieht es mit der Waffenschmiede aus? Hapert es an Eisen. Hier kann ich die Prio rausnehmen. Eisen wäre vorhanden. Wenn das so ist, dann sollte man das auch nutzen. Ich mache hier mal jeweils 5 von diesen Dingen. So. Wie sieht es hier mit der Schmelzhütte aus? Kohle ist da, aber kein Eisenerz. Aus bekannten Gründen. Da wird jetzt aber schon mal Eisenerz abgebaut. Das jetzt funktioniert, dass wohl das da nicht geklappt hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da jetzt das Problem war letzten Endes. Vielleicht doch irgendwo ein kleiner Fehler. Kleiner Bug. Keine Ahnung. So, wir brauchen auf jeden Fall noch leichte Rüstungen. Da sehen wir zu, dass du damit weiter vorankommst. Wie sieht es hier mit dem Lager aus? Oh! Ja gut. Wurde enttarnt. Alles klar. Sehr cool. Ja, das ist doch mal schön. Ich lasse sie auch erstmal hier so. Und dann können die sich so ein bisschen mit den Dieben beschäftigen. Banditen, da hat es irgendwie überhaupt keinen Mangel. Also hier Banditen kriegen wir hier an jeder Ecke. Es ist wie es ist. Cool. Oder auch nicht cool. Tja. Ich würde die Priorität hierfür ganz gerne etwas draufsetzen. Wie sieht es hiermit aus? Okay. Ich hatte ja hier die Produktion bezüglich Münzprägerei erstmal eingestellt. Ne? Genau. Ich bin immer noch überlegen, ob es eine gute Idee ist,
auf den jetzt hier erstmal zu verzichten und die hier zu priorisieren. Oder nicht? Da hatte ich jeweils 5 von den Auftrag gegeben. Dann würde ich hier... nehme ich erstmal zurück. Ich habe nicht genügend Eisenschwerter. Ja, ich will immer Sachen machen, aber dann merke ich irgendwie, da hast du noch nicht die Ressourcen für. In der nötigen Menge. Wie kann er auf... Oh, das ist nicht gut. Ich lasse den auch mal hier, ne, nochmal so 10 von den Bronzeschwertern machen. Ich denke, dass das keine schlechte Idee ist. So. 7 sind da noch. Okay. Abenteuergilde. Ich hätte da, warte mal, so eine Fackel. Beides wird produziert, alles wird produziert, sehe ich gerade. Okay. Ich würde ja liebend gerne da schon mal angreifen. Wie sieht es denn aus? Da habe ich 10 von 10. Das ist cool. Da habe ich immer noch 8. Das ist nicht so schön. Und da gerade mal ein. Mann. Ich brauche mehr Leute. Ich brauche eindeutig mehr Leute. Ist hier oben, habe ich da den Pinorik sitzen? Nehmen wir hier alles zurück. So. Das geht schon mal. Dafür reicht es gerade so, wie man hier sehen kann. Vielleicht sollte ich... Fuck. Verdammt. Es ist... Das wird auch nicht weniger. Okay, immerhin Holzfahrrad ist gegeben. Das ist schon mal nicht verkehrt. Also ne, von den entsprechenden gefertigten Produkten. Wie sieht es überhaupt aus? Ich habe noch ein hölzernes Zahnrad. Achso. Oh, die Windmühle ist fertig. Sehr schön. Bäckerei ist noch im Bau, da fehlt es natürlich jetzt hier an den entsprechenden Zement, aber das müsste noch machbar sein. Kalkstein ist auf jeden Fall da. Jo. Okay. Schmelzhütte. Eisen wird wieder geliefert, Eisenerz. Und somit läuft auch da die Eisenproduktion wieder an. Tja. Da sind wir auf 9. Angestiegen. Hier sind wir weiterhin auf 10. Ich hätte noch 2 Holzsperre. Kettenrüstung und Schild wird geliefert. Okay. Das
Das sieht nicht verkehrt aus. Ja, eine zweite Waffenschmiede wäre schön. Es wäre alles schön, wenn ich so ein paar Sachen mehr hätte. Ja. Aber ist halt nicht realistisch im Augenblick. Das heißt, ich muss mich ein wenig bescheiden. Das heißt, ich muss mich ein wenig in Geduld üben. Leider Gottes. Wir alle müssen das im Augenblick. Könnte mal gucken, haben wir hier in der Nähe irgendwo Fische? Würde sich es lohnen, da irgendwie Netze oder Angeln einzusetzen? Ich sehe da nichts in der Richtung. Da ist gerade ein Fisch gesprungen. Hier sind ein paar Fische. Okay. Dadurch könnte man die Speisekarte ein wenig erweitern. Sollte ich auf jeden Fall so im Hinterkopf behalten, das eventuell noch zu machen, damit wir dann, ne, unser Angebot an entsprechende Nahrung erweitern können. Falsch kann es nicht sein. Eventuelle Aufgaben für die kommenden Folgen. Ich danke erstmal für eure Begleitung bis hierhin. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung und deine Hilfe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Macht es gut und genießt die Zeit.